Präsident das Wort geben. Er wird es nachher am Ralf Bethke, der das Christentum vertreten, das Wort geben. Der Herr Bethke gibt nachher weiter an Imam. Und Moment, jetzt kommt mein Walid. Nein, Moment, Wahab, Tayyab. Genau. Und er gibt es nachher weiter an Präsident. Soll uns Frieden bringen. Dort, wo er ist, soll er uns erhalten bleiben. Der Frieden, auch der Baum. In Zuchwil, in unserem Land, aus der ganzen Welt. Freundliche Zuckerwatteverkäufer sein und dann werden auch die Armeen der Militärmächte dieser Welt nicht in ein Heer von Sozialarbeitern umfunktioniert werden. Also ein kleines Zeichen, aber es ist ein Zeichen. Und wie die meisten Dinge fangen die wichtigen immer klein an. Dies ist die Grußform eines Muslims. Sobald er jemanden begegnet, ist es für ihn die Pflicht, gemäß dem Propheten Mohammed, Friede sei auf ihn, dass er, egal ob er ihn kennt oder nicht kennt, mit Friedensgeschenk begrüßt und damit ausdrückt, dass er ihn gelegt. Ein Muslim bedeutet wortwörtlich eine Person, die Frieden stiftet. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen und der Gemeinde ganz herzlich bedanken, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat heute mit Ihnen zusammen einen Baum des Friedens als Zeichen für Freundschaft, Integration und Toleranz pflanzen darf. Ahmadiyyat, Ahmadiyyat, Zindabad, Zindabad, oh Zindabad, Zindao Payandabad, Zindabad, oh Zindabad, Zindao Payandabad, Zindabad, Zindabad, Ahmadiyyat, Zindabad, 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 Ahmadiyyat, Zindabad, Ahmadiyyat, Zindabad, Ahmadiyyat, Zindabad. Eine Menschheit, egal welche Hautfarbe, welche Religion, der Dienst der Menschheit ist das Wichtigste. Und der Baum, wie auch gesagt worden ist, der steht nicht nur für ein Mensch da, für eine Farbe da, für eine Religion da, sondern für alle. Ja. Jeder ist gut. Zindabad, oh Zindabad, Zindao Payandabad, Zindabad, oh Zindabad, Zindao Payandabad, Zindabad, 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 Zindabad,